Die Union wird die rot-grüne Rentenreform am Freitag im Bundestag ablehnen. Das beschloss die CDU-CSU-Fraktion heute ohne Gegenstimme. Fraktionschef Merz kritisierte das Konzept als Flickschusterei. Auf Empörung stieß bei SPD und Grünen eine von der Bundes-CDU geplante Plakatkampagne gegen die Reform für die Landtagswahlkämpfe in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Zeiten der Konsensrunden sind vorbei. Die CDU geht mit dem Thema Rente auf Konfrontationskurs und in Wahlkämpfe. Kanzlerfotos montiert wie in einer Verbrecherkartei. Ein Fahndungsplakat mit den angeblichen Rentenlügen der Regierung. So versteht der Generalsekretär medienwirksame Opposition. Wir haben uns hier in vielfältigen Aktivitäten der SPD im letzten Bundestagswahlkampf beschimpfen lassen müssen. Mit den gröbsten Beschimpfungen, ich brauche die jetzt hier gar nicht zu wiederholen. Und seitdem sind die Rentner vielfach betrogen worden von dieser Bundesregierung. Man hat ihnen immer wieder die Unwahrheit gesagt. Und das ist der Punkt, den wir hier in aller Klarheit dem Bundeskanzler anheften wollen. Die Reaktion quer durch alle Parteien, deutliches Missfallen. Die Kommentare, Geschmacklosigkeit, billige Polemik, schlechter politischer Stil. Sie haben keine Antwort in der Sache und deshalb versuchen Sie, die Menschen zu attackieren. Und damit werden Sie scheitern. Ich sehe das voller Gelassenheit. Ärgerlich für die Volksvertreter der Union, als die Fraktion sich nachmittags traf, blieb ihr nur noch abzusegnen, was schon entschieden war. Ich habe das Plakat nur in Form eines Faxes gesehen, habe das noch nicht im Original gesehen. Aber nur will ich mal an die Adresse von Rot-Grün sagen. Die Damen und Herren sollen mal nicht so zimperlich sein. Der Diskussion um die Rente hat die Aktion heute wohl kaum gedient. Denn die Sachargumente der Union gegen die Reform gingen unter im Wirbel um das Plakat im Stil einer Verbrecherkartei. Der für März geplante Atommülltransport von Neckarwestheim ins Westfälische Zwischenlager Ahaus wird vorerst nicht rollen. Dies ergibt sich aus einer Weisung von Bundesumweltminister Trittin an die baden-württembergische Landesregierung. Danach bestehen in Neckarwestheim noch genügend legale Lagermöglichkeiten. Sie werden wohl noch länger hier stehen, die Kastoren auf dem Gelände des Kernkraftwerkes Neckarwestheim. Umweltminister Trittin machte mit einem Schachzug den Atommülltransport nach Ahaus vorerst unnötig. Die bundesaufsichtliche Weisung war von daher notwendig, weil wir nicht zulassen können, dass aus politischen Erwägungen heraus wir zu einem unterschiedlichen Vollzug des Atomgesetzes kommen. Eine Weisung, die sich an die schwarz-gelbe Landesregierung in Baden-Württemberg richtet. Sie soll den Kraftwerksbetreibern erlauben, bei der nächsten Revision mehr Brennstäbe als bisher im Abklingbecken zwischenzulagern. Diese Vorortlagerung würde den reibungslosen Weiterbetrieb für ein weiteres Jahr gewährleisten. Die Kraftwerksbetreiber sind damit zufrieden. Scheuen sie doch den ebenso unpopulären wie aufwendigen Kastortransport. Wenn die Weisung umgesetzt werden sollte, dann gibt uns das in der Tat eine große Entlastung, Erleichterung, weil wir dann sagen können, es gibt die Rechtssicherheit für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Neckarwestheim. Wir können die Revision im April durchführen. Die Landesregierung kann sich gegen die Bundesweisung wohl kaum wehren, obwohl vor allem Juniorpartner FDP erstmal rechtliche Zweifel angemeldet hat. Der Unmut ist groß. Meine Kritik an der Weisung von Trittin ist, dass er von uns verlangt, dass es mehr Brennelemente in Neckarwestheim geben soll, als genehmigt worden sind. Er erhöht ohne ein Genehmigungsverfahren. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Das ist eine Manipulation des Rechts. Unberührt von dieser Weisung bleibt ein Kastortransport von Neckarwestheim ins britische Sellafield. Außerdem ist offen, ob und wann ein unterirdisches Zwischenlager in Neckarwestheim genehmigt wird. Erst diese Lösung würde alle Transporte überflüssig machen. In den Reihen der Grünen ist offener Streit über Protestaktionen gegen Kastortransporte ausgebrochen. Führende Vertreter verschiedener Landesverbände kündigten in einem Brief an, mögliche Proteste zu unterstützen. Der Grünen-Parteirat hatte sich gestern gegen Blockaden notwendiger Atommülltransporte gewandt. In der Auseinandersetzung um seine Vergangenheit hat Umweltminister Trittin jetzt deutliche Selbstkritik geübt. Sein Umgang mit dem umstrittenen Nachruf auf den ehemaligen Generalbundesanwalt Buback Ende der 70er Jahre sei ein schwerer Fehler gewesen, sagte Trittin dem Stern. Er habe auf eine vielleicht zu trotzköpfige Art die Meinungsfreiheit verteidigt. Gewalt, sagte Trittin, sei ihm aber immer fremd geblieben. In dem Nachruf war klammheimliche Freude über die Ermordung Bubacks durch Terroristen der RAF geäußert worden.
Der Bau der weltweit ersten kommerziellen Transrapid-Strecke ist besiegelt. Der Vertrag über eine rund 30 Kilometer lange Trasse bei Shanghai wurde heute in der chinesischen Metropole unterzeichnet. Mit dem Projekt sind Pläne zum Einsatz des Superzuges in Deutschland wieder in den Vordergrund gerückt. In der Diskussion sind Strecken in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Auch die USA erwägen einen Bau an der Ostküste. Shanghai feiert Silvester. Morgen beginnt das Jahr der Schlange und schon heute freut sich die Stadt auf eine neue Attraktion, den Transrapid aus Deutschland. Monatelang hatten sich die Verhandlungen hingezogen, kurz vor Mittag stand das Signal dann auf grün. Vor allem Bürgermeister Xu hatte den Vertragspoker zuletzt beschleunigt. Für ihn passt der Transrapid zum modernen, dynamischen Shanghai. Nur über den Preis wollte Xu nicht so gerne sprechen. Was wir bezahlt haben, müssen Sie die anderen fragen. Als Bürgermeister mag ich den Transrapid, es ist eine neue Generation des Transports. Es ist wie der Sprung vom Propeller zum Düsenantrieb. Die 33 Kilometer Trasse wird gut 1 Milliarde Mark kosten. Für 4 Züge und die Antriebstechnik erhält das Transrapid-Konsortium deutlich unter 2 Milliarden Mark. Die Vision vom schnellen Zug in Shanghais Zentrum, sie wird nicht Wirklichkeit werden. Zu dicht bebaut ist die Innenstadt. Am Stadtrand entsteht der Kopfbahnhof, die Verbindung ins Zentrum übernimmt die U-Bahn. Doch für die Deutschen ist der kurze Zubringer zum neuen Flughafen Pudong dennoch ein Durchbruch. Sie hoffen auf einen Anschlussauftrag für die lange Verbindung zwischen Shanghai und Peking. Der Transrapid in China, nun ist es wirklich ein Pilotprojekt. Shanghai wird seinem Ruf als dynamische Stadt Asiens gerecht und die Deutschen hoffen, dass der schnelle Zug nun doch noch zum Exportschlager wird. Die Chefanklägerin des UN-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag, Del Ponte, ist heute in Belgrad mit dem neuen jugoslawischen Präsidenten Koštunica zusammengetroffen. Über Ergebnisse wurde nichts bekannt, eine Pressekonferenz wurde abgesetzt. Im Vorfeld hatte Del Ponte angekündigt, sie werde die Auslieferung von Ex-Staatschef Milošević und anderer wegen Kriegsverbrechen angeklagter Serben fordern. Belgrad lehnt dies ab.